Was geht, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mann, heute gibt's mal wieder ein bisschen Need for Speed Heat. In der letzten Folge haben wir die Story zu Ende gespielt. Und wir sind jetzt ein League-Mitglied. Warte mal, hier war gerade so ein Wandspray, das kann man einsammeln und dann kriegt man dafür noch ein bisschen Geld. Oh ne, man kriegt einfach gar nichts, okay. Nicht schlimm oder so. Man kriegt halt nichts. Bin gerade dabei, zurück zu meiner Basis zu fahren, weil... Können auch alle kein Fahrrad fahren hier. Der stand einfach dumm auf der Ecke. Ich hoffe, dass meine Stimme nicht zu übersteuert ist. Weil ich habe mein Mikro ein bisschen lauter gemacht. Junge, ich fahre aber auch wie ein Vollidiot. Weil mein Mikro habe ich ein bisschen aufgepäppelt, also ein bisschen lauter gemacht. Und ich hoffe einfach, dass meine Stimme jetzt nicht zu übersteuert ist. Heute ist ein guter Tag. Was habe ich verpasst? Ich habe einen Anruf von Joe. Du kennst ihn noch nicht, oder? Nope. Er und sein Kumpel Richie waren in meiner Crew. Das war, bevor du aufgetaucht bist. Okay. Und er meinte so, hey, du bist jetzt in der League, das ist cool. Also, brauchst du noch wen für deine Crew? Und ich brauche keine miesen Loser wie euch beide. Ich habe eine neue Crew und wir kommen prima ohne euch zurecht. Ihr Versager wärt nie auch nur in die Nähe der League gekommen, wenn ich euch nicht mitgeschleppt hätte. Was hat er gesagt? Keine Ahnung. Ich wollte einen coolen Mic-Drop machen und habe mein Handy geschrottet. Aber das war's wert. Hauptsache, du bist glücklich mit deiner Entscheidung. Heute? Jetzt gerade? Absolut. Freut mich. Dann koste deinen Triumph mal schön weiter aus. Mach ich. Bis später dann. Okay. Ich weiß nicht, warum ich diese behinderten Rennen jetzt nicht mehr sehe. Ich will den McLaren kurz tunen. Ändert das hier überhaupt irgendwas? Wow. Ich nehme wieder den. Wir brauchen Geld. Und da ich die Rennen nicht mehr sehen kann, ist das jetzt blöd. Kann ich hier noch irgendwie Geld verdienen? Nö. Okay, dann muss ich einmal zurück zur Lobby und neu ins Spiel reingehen. Ich hole euch wieder dazu, wenn ich fertig bin. So, Freunde, ich habe es jetzt geschafft. Ich habe das Spiel auf der PlayStation nochmal geschlossen und nochmal geöffnet. Und jetzt bin ich back in Biz. Jetzt sehe ich auch die Rennen auf der Karte wieder und kann die Rennen halt auch wieder fahren. Ich bin gerade unterwegs zu einem, ich weiß gar nicht, was das ist, zu einem Sprintrennen, Offroad-Sprintrennen. Das sind die Sprintrennen, die man auch in der Nacht gerne mal fährt, weil die, wie ich finde, einfach am meisten EP geben und auch einfach am meisten Spaß macht. Und ja. Oh, wie fahre ich denn heute? Mein Gott.
Wie viel gibt mir das Rennen? 51.000. Wohin geht das Sprintrennen? Bis irgendwo hier unten. Bis irgendwo da unten. Vielleicht können wir das hier nachher auch noch fahren. Weil ich will mir heute auf jeden Fall den Lambo kaufen, den ich in der letzten Folge erwähnt habe. Warte, das ist das... Nee, das ist 46.000. Das ist 50.000. Okay. Vielleicht fahren wir auch... Scheiße, ich bin falsch abgebogen. Hat so viel gelabert. Vielleicht fahren wir auch beide Rennen noch. 2 Sterne. Schade. Egal. Schon mal ein 1000er. Extra. So, ein bisschen schneller, glaube ich. Könnte man fahren. 2 Sterne, wichtig. 2K. Noch mal Ecke. Oh Gott. Bro, der slidet immer noch. Oha. Sorry. Hoffe, dir geht's gut. Jetzt hat der auch noch gehupt. Sehe keinen Grund, mich anzuhupen. Hier eine kleine Abkürzung. Okay, ich glaube, das schafft er nicht. Ja, irgendwie muss ich hier noch hochkommen. Warte, ich kann hier einfach. Ja, hier habe ich aber auch keinen Grip, ne? Okay, ich glaube, ich stecke hier fest, ehrlich gesagt. Nee, doch nicht. Boah. Ich habe hier keinen Grip. Hilfe. Ja, hier habe ich Grip. Sehr gut. Nie in diesen Burgerladen unten am Strand. Wieso? Stimmt da irgendwas nicht? Ja, mit dem Chicken Burger. Ich hatte gestern Abend einen und mein Morgen war nicht witzig. Oh. Ich fand den Geschmack irgendwie abgefahren, aber das grüne Zeug war aber doch keine Guacamole. Ah, alles klar. Danke. Gerne. Die Pommes waren übrigens gut. Immerhin. Hör zu. Ich leg jetzt auf. Ich muss ganz dringend wohin. Okay, bye. Fährt der Zug auch nochmal los? Ich stecke im Zug, Hilfe! Was mache ich denn jetzt? Ja, bin frei. Weiß nicht wie, aber ich bin frei. Oh mein Gott, das ist eine Zugbrücke. Ich dachte, so komme ich zu dem Rennen. Okay, wäre ich den normalen Weg gefahren, wäre ich jetzt einfach schon da. Halten wir das fest. Ist jetzt bekommen. Oh mein. Oh mein Gott, nein. Ich weiß, was das für ein Sprintrennen. Oh mein Gott. Das ist ein Offroads. Bin ich blöd. Egal, ich fahre es trotzdem. Weil ich gut bin, fahre ich es. Bin gut. Bin gut da drin. Wäre jetzt schon irgendwie wichtig, das zu gewinnen.
Na, das war ziemlich dumm, in dieses Rennen zu starten. Ja, ich habe überhaupt kein Offroad-Auto drin. Aber schnell werde ich irgendwie trotzdem, ne? Geh mal weg hier. Bro, das Ding fährt Offroad schneller als auf... Oh mein Gott, das Ding fährt Offroad schneller als auf einer normalen Straße. Hilfe! Was ist hier los? Ich habe so Angst, dass hier gleich ein Zug kommt. Ich glaube, es sollte kein Zug kommen. Oh. Aber ein Zaun, der kann kommen. Oh, er fliegt ja weit. Und nochmal anballern. Bam. Oha. Zugstrecker Telekuchen. Warum fliegt der so weit? Die Physik in dem Spiel macht ja gar keinen Sinn. Das. Richtig. Nochmal a little bit money gesammelt. Habe ich denn jetzt angefangen mit dem Rennen? Hä? Hier oben, ne? Oder? Ne, hier. Ah, lol, okay. Bitte sei kein Offroad-Rennen. Wie viel Geld habe ich gerade? 208.000. Ich glaube, der kostete irgendwie 220 oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich das Geld zusammen habe und vielleicht noch ein bisschen Geld habe für das Tuning. So, Freunde. Ich habe das Geld zusammen für den Lambo. Und wir werden ihn uns jetzt holen. Und ich hoffe, dass ich noch ein bisschen auch noch ein bisschen was zum Tunen habe. Und ja. Reset, lassen Sie mich durch. Direkt zum Lambo. Wo ist er? Es muss eigentlich in Need for Speed auch nicht immer das teuerste Auto sein, was man sich holt. Was ist das für ein Auto? Oh. Ja, der ist schon getuned. Der McLaren ist schon getuned. Egal, der ist noch nicht getuned und den werden wir uns jetzt holen. Ja. In die Garage, bitte. So, und jetzt tunen wir den noch ein bisschen. Dann sind wir auch schon wieder durch für heute. Warte mal, hier ist ein Rennen. Ja, hier ist ein Rennen. 28.000, aber egal, das soll nicht relevant sein. Hier kann ich nicht durch.
Der Lambo müsste jetzt da sein. Nicht schlecht. Die Zeit der Rostlauben ist offenbar vorbei. Hallo? Lambo? Warte kurz. Warten Sie bitte. Einmal. Hier, er. Ist das Retalk der gleiche? Ist das schon getuned? Schon getuned? Warum ist er schon getuned? Warum? Warum Spiel? Jetzt kriege ich 151.000 zurück. Muss das tun. Ich muss das einfach tun. Bruder, das ist doch... Gibt es vielleicht noch ein Ersatzauto, was noch nicht getuned ist? Das wäre gar nicht so blöd. Digga, aber das sah auch schon so verdächtig irgendwie schon nach habe ich schon aus. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Weil ich meine, wirklich schnell ist der jetzt ja nicht, ne? Der andere, der ist ja schneller. Gibt es vielleicht noch ein Auto, das man sich holen kann? Jetzt habe ich nur 282.000. Ist das behindert? So ein Porsche? Auch ein Porsche? Ist das der gleiche? Nee, ist es nicht. Was ist mit ihm hier? Mercedes AMG? Ferrari. 300. Oh, Hilfe. 304. Ein Ferrari. Da mache ich doch Auge. Hilfe, komm hier, geile Wagen. Also gerade eben gibt es keinen Wagen. Aber ja. Ich werde versuchen, noch Level 32 zu schaffen. Und ja, das war mal ein richtiger Fail. Und ja, ciao, ciao.